Wenn man mehrere hat, ist es wirklich sauer. Okay, dann wäre es im Kassenbett. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zum dritten Teil unserer American Candy Challenge. Ja, es sind keine amerikanischen Süßigkeiten, die Süßigkeiten sind aus aller Welt. Offiziell ist das auch der fünfte Teil, falls ihr die Folge nicht auf ihrem Instagram-Account und auf meinem Instagram-Account gesehen habt. Ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Ganz, ganz lustige Szenen dabei gewesen. Gerne hier auschecken, IGTV. Let's hit it. So, wir waren wieder bei House of Sweets in Braunschweig und haben uns ein bisschen was gezogen. Unter anderem geile Sour Patch, Twinkies. Mir hat sogar einer geschrieben, ey, ihr probiert die Snowboards, aber keine Twinkies, was ist da los? Jetzt haben wir auch Twinkies am Start, kein Problem. Dann würde ich sagen, starten wir erstmal direkt mit dem ersten Ding. The first. Fritos. Ich habe die gesehen und nur gekauft, weil die Chips sind wie Spaghetti. Sind wir mal ehrlich. Spaghetti? Was ist das? Nudeln? Nudeln. Nudeln, Spaghetti, alles das gleiche. Genau. Aber echt, wenn die so aussehen. Wenn das mal die Italiener hören. Absolut heftig. Ai, ai, ai. Also mich haben sie nicht so angesprochen. Hallo? Honey Barbecue ist sogar geil, das sehe ich jetzt gerade erst. Die Frage ist ja schon wieder, aus welchem Land das kommt, frage ich mich einmal. Ne? US, glaube ich. Die sind aus US. Product of USA. Hier unten steht es einmal dick drauf. Nordamerika, ja. Also, knallen wir uns die Fritos einfach mal auf. Super. Bleiben wir uns die mal auf. Ja? Bam. Das sieht ja so fresh aus. Ah, oh, sie riechen. Die riechen unnormal. Und das Heftigste, die sehen absolut geil aus. Wie chillig ist das denn? Einfach so Nudeln. Thank you. Ich sehe die jetzt schon nachher snacken. Oha. Ha? Ha? Den Geschmack kennt man schon wieder irgendwo ja. Her. Aber woher? Ich weiß nicht, woher. Woher? Es gibt diese Chips, diese Bacon-Chips, diese länglichen, diese viereckigen. Ja? Ne, ne. Doch. Bisschen. Minimals. Minimal. Die sind so geil. Mhm. Junge, die sind so geil. Oh mein Gott. Die sind nachher alle. Wir bewerten natürlich wieder von 1 bis 10 Oreos. 10. Bei mir auch, safe. 10er. Direkte Kaufempfehlung. Geht sofort los und kauft euch die. Ne, die sind so geil und dazu noch die Form. Und es ist auch echt viel drin, ne? So, wir kommen ja schon zum zweiten Teil. Fluffy Stuff Rainbow Sherbet Cotton Candy. Ich brauche euch nicht sagen, wer gesagt hat, dass wir das kaufen sollen. Ich bin so ein Mensch, mich kriegt man mit Verpackung. Wenn was geil aussieht... Man kriegt dich mit allem. Nein, das stimmt nicht. Sie war vorhin beim DM. Wisst ihr, was sie alles gekauft hat? Und für was für Preise? Da denke ich... Ach. Ihr Mädels kennt das. Wenn ihr wegen einer Sache losgeht... Oder nein, ihr geht zu DM, ihr wisst nicht, was ihr haben wollt. Ihr geht zu DM und dann wisst ihr, was ihr haben wollt. Ist echt so. Also es sieht einfach geil aus. Es sieht wirklich einfach Bombe aus. Ich bin mal gespannt, wie das da jetzt drin ist. Und ob das so geil schmeckt, wenn das so konserviert ist. Die Verpackung ist auch so leicht, ne? Gib alles! What? The fuck? Erstmal mit... Hä? Lul? What? Also es ist, lass mir das zeigen. Es ist halt einfach. Weil wir es wahrscheinlich so gedrückt haben und in der Tüte hatten und so, ne? LOL! LOL! Es ist halt wirklich einfach Zuckerwatte. Aber jetzt die Frage, schmeckt das, wenn das so kommt? Es sind auch so zwei Sorten, ne? Einmal so pink und einmal so ein bisschen orange. Voll satisfying. Ja? Mhm. LOL. Hä? Ist ja 1:1 wie frisch. Ist ja 1:1, als würde sie das frisch auf dem Jahrmarkt haben. Einmal schmeckt auf jeden Fall die Orange raus. Ist ja, ja, da ist Orange drin, ne? Mhm. Oh, geil. Aber das Pinke, weiß ich gar nicht, ob es jetzt Erdbeere ist. Würde ich sagen, ja. Aber jetzt zu der Corona-Zeit, wenn die ja nicht mal jetzt
Schützenfest oder so ist. Genau, alle abgesagt. Wenn ihr Zuckerwatte wollt, ne? Gönnt euch. Wer Zuckerwatte mag, der mag das. Ja, wie immer. So, mein Schatz, wie viel würdest du den Fluffy Stuff Cotton Candy aus der Tüte geben? Ich gebe den 6. 6 Oreos. Ich gebe den auch 6. Mensch. Ich wollte erst 5 sagen, aber Carina 6 sagt, ja, 6 gehe ich mit. Machen wir beide 6. Safe, safe. Die machen wir zum Schluss, Freunde, ne? Damit ihr wisst, ihr ganzen Geier wollt ihr doch. Und die Twinkies kommen als vorletztes, auf die geiert ihr ja auch. Oh! Ich hab's gleich gesehen. Da freue ich mich schon drauf. Hershey's. Mal wieder. Mal wieder. Aber in einer anderen Sorte, und zwar soll die Sorte anscheinend neu sein, mit Mandeln. Sind das Mandeln? Ja, ne? Ja, weiße Schokolade und Mandeln. Verspricht eigentlich viel. Weiße Schokolade geil, Mandeln geil. Und Hershey's sind halt allgemein geil. Hershey's geil, richtig. Vor allen Dingen, für so ein Ding bezahlt man halt 1,70 Euro, ne? Das finde ich halt so gar nichts für das, was es ist. Ja. Die machen das auch immer so geil, dass sie dann bei ihrer Hershey's nochmal draufdrucken. Also Branding läuft auf jeden Fall gut. Torben Platzer wäre, glaube ich, stolz auf euch. Guck mal, hier siehst du schon die Mandeln. Hier hinten siehst du, ganz in die Kamera halten, hier hinten sieht man schon die Mandeln. Ich habe ein bisschen Angst, dass es einfach nur normale weiße Schokolade mit Mandeln ist. Es riecht aber mega lecker. Es riecht nach Hershey's weißer Schokolade. Mir fehlt da so ein bisschen der Hershey's Touch. Mhm. Es ist zu normal, weißt du? Zu normal, stimmt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich normal weiße Schokolade mit Mandeln kaufen kann. Oh, ich weiß gar nicht, ob es da welche gibt. Richtig, deswegen. So, mein Schatz, wie viel Oreos würdest du den Hershey's Mandeln geben? Also, das mit den Mandeln finde ich echt lecker. Es ist speziell, aber normal irgendwie zugleich. Ja, deswegen, es schmeckt halt gut. Ich sag 7. Oh, ich will auch 7 sagen. 7 mache ich mit. 7 mache ich mit. Ja. Perfekt. Also, wer weiße Schokolade mag, der mag es halt. Jetzt kommen wir aber wieder zu einer Sache, und zwar mal wieder was zu trinken. Die nächste Fanta. Wie viele hatten wir denn jetzt schon? Wir hatten viele. Ja, ne? Und jetzt haben wir uns halt für Pineapple entschieden. Jawohl. Ananas. Fanta Ananas. Weiß nicht, stehst du auf Ananas? Findest du Ananas gut? Ich liebe Ananas. Du liebst Ananas? Klar. Dafür haben wir noch nie Ananas auf gegessen. Pizza? Ey, ich verstehe es nicht. Warum die? Guck mal, was du alles auf deine Pizza drauf machst. Spaghetti. Mach Hollandaise-Soße da drauf. Ja, keine Menschen. Oh, pass auf. Gerade schon den Teppich. Der Riechtest. Es riecht sehr gut. Essentiell bei Karin. Kann ich mal das hier wegmachen? Oh, jetzt habe ich nicht probiert. Riecht nach. Oh, wer hätte es gedacht? Nach Ananas. Willst du das als erstes probieren? Ja. Ey, meine Haare, ich kriege die ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Am Montag 8 Uhr, stehe ich vor dem Laden. Freue dich schon mal drauf, Friseur. Ist gut? Ja. Lul. Die Kohlensäure macht es nochmal so ein bisschen. Das ist bei allen aufregender. Getränken so. Diese Fanta-Dinger. Aber das, alle so eine andere Kohlensäure. Das ist halt fast geiler wie eine normale Ananas. Also Ananas hat ja auch so ein bisschen Saft und so. Ja. Weil da so Kohlensäure dabei ist, ist noch ein bisschen aufregender sogar. Aufregender. Wie viel Oreos gibst du der Fanta Pineapple, mein Schatz? Ich finde die lecker. Ich finde die auch extrem gut. Gibt nichts zu meckern, deswegen eine. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. So, ich würde, wie viel hast du ihm gegeben? 10. 10? 10, ja. Warum denn nicht? Machen wir die 9, Freunde. Die 10. Wir haben schon eine 10 gegeben. Hier sind auch 2 Kracher in dem Video. Ihr könnt hier nicht nur 10 rausballern. Doch, können wir. Ich kann das nicht. Okay. Ich bin immer der. Der in der Jury sitzt und immer scheiße was redet. Okay. Das ist scheiße, das ist schlecht redet. So wie Herr Lambi in Let's Dance. Wenn du sagst, dass das einer ist, der immer alles schlecht redet, dann ja. Ja, der ist streng. Der gibt nie gute Punkte. Ich habe keine Ahnung, wer Herr Lambi ist. Was ist Let's Dance? Wir sind hier auf YouTube und nicht im Fernsehen. Ja, okay. So, weiter geht's. Mit nochmal einer kleinen No-Name-Sache. Und zwar Now and Later Splits. Ich glaube, das sind wie die Dinger, die man immer vom Zahnarzt oder was das ist bekommen, weißt du? Hier hinten stehen nochmal kurz die Sorten drauf. Lemon Lime, Lemon Strawberry, Lemon Blue Raspberry. Hört sich geil an. Sind noch nicht zu viele drin. Ich glaube, das wird ganz gut. Aber halt relativ eine kleine Packung. Da sind nur wenig drin. Oh, hier drin habt ihr so einzelne Drops. Hier drin, hoppala, habt ihr so einzelne Drops.
Welches möchtest du denn jetzt, mein Schatz? Ich glaube, ich nehme Lemon Strawberry. Das ist das Pinke hier. Dann nehme ich Lemon Blue Raspberry. Aber viel größer wie diese, die man normalerweise kennt. Gab's auch unseren Fasching. Oder man damit geworfen. Fasching. Oh ja. Also Halloween ist Fasching? Nee. Man kleidet sich zu beiden, ich hab doch keine Ahnung. Fasching ist irgendwie im April gewesen oder Februar? Ich weiß es gar nicht. Aber warum schmeißt man damit bei Fasching? Bei Halloween gibt es keine Süßigkeit. 1 zu 1 diese Dinger. Lull. Wie kann ich hier ein Bild einfügen? Wie heißen die Dinger? Finden wir. Genau so schmeckt das. Und wer das nicht kennt, dann habt ihr echt keine Kindheit gehabt. Ich finde diese Dinger geil, also auch die anderen normalen. Okay. 8 von 10 Oreos. Weil die Bocken, die sind jetzt auch nicht überteuer. Ich weiß nicht, ist es interessant für euch, wenn wir euch die Preise mal mitsagen? Könnt ihr auch mal gerne Feedback geben, wenn wir mehr solcher Videos machen sollen. Weil die letzten beiden sind ja echt gut angekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich esse jetzt hier ein bisschen Papier mit, egal. Geil. Also ich finde die, also ich mochte auch diese andere halt nicht so dolle. Und deswegen gebe ich dir nur 4. Okay, dann liegt aber nicht an der Süßigkeit, sondern dass du es nicht magst. Ja, tatsächlich schon diesmal. So, Trommelwirbel bitte. Twinkies. Wir haben die Snowballs schon probiert, jetzt sind die dran. Zombieland. Kenner, kennt's. Ja. Wer es nicht kennt, guckt euch Zombieland an. Den zweiten Teil auch. Hinten stehen hier nochmal die Sachen, die die Brand macht. Da sehen wir hier diese kleinen Powdered Donuts. Die haben wir schon gehabt. Okay. Go ahead. Richtig geil. Richtig geil. Boah. Ist geil, wenn man solche Videos macht, dann hat man schon was man schon kennt, ne? Geil. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung. Ich weiß gar nicht, wo ich die aufbekomme. Ah, oh, guck mal, hier ist extra so ein Zip. So, 10 Stückchen sind in dieser Verpackung hier drin. Nun kommen hier so kleine Biscuits raus. Und zerdrückt der kleine. Achso, willst du teilen? Ja. Aber ich glaube, die sind so geil, dass ich davon sowieso nachher die Packung schrote. Also, es sind nur so kleine. So kleine Biscuits. Ich denke schon, dass sie geil sind. Es gibt die auch in gefühlt 1000 Ausführungen. Also gibt's das? Ja, mit Pink, mit immer eine andere Füllung. Achso, lol. Also, das ist jetzt aber nur so ein bisschen fluffiger Teig mit weißem Schaum drin. Ja. Aber ey, wenn das der gleiche weiße Schaum ist wie, wo war das, bei den Snowballs oder ja, nicht? Ja, Golden Sponge Cake with Creamy Filling. Nee, ich meine bei den Cupcakes. Das ist der gleiche Schaum wie bei den Cupcakes von der Brand. Also, verständlich. Ja, und dieser Teig ist einfach so fluffig. Oh mein Gott. Würde ich jetzt auch nichts Vergleichbares sagen in Deutschland. Definitiv nicht. Madeleines, die kommen ja aus Frankreich, glaube ich, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass die aus Frankreich sind. Die sind so ein bisschen hart und haben halt diese Füllung nicht drin. Also das doppelt so geil wie Madeleines. Aber auch 10 gehen. Nee, 10 ist nicht drin. Ey, Mann. 9 von 10 Oreos. Das muss. Noch mal. Nein. Ich muss hier überzeugt werden. Weil sonst ist halt den 10 nichts mehr wert, weißt du? Okay. Machst du dich schon wieder lustig über mich? Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. Huch. Hi. Let's go mit den Sour Patch Kids. Cornflakes. Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Saure Cornflakes. Saure Cornflakes. Die Sour Patch an sich sind ja ganz geil. Haben wir auch probiert. So, knallen wir mal auf den Bums hier. Lol. Oha. Oha. Die riechen halt echt sauer. Es riecht sauer. Wollen wir schon mal so ein essen? Okay. Sind echt erstmal sauer. Aber nicht so dolle sauer. Aber die Konsistenz erinnert mich an diese runden Perlen. An diese runden Perlen, diese... Die mit dem Loch in der Mitte. Nein. Diese ganz kleinen Dinger.
die es ja früher immer gab. Frech gesagt schmecken diese Reis... Ach so! Weißt du, was ich meine? Ja. Die ich früher geliebt habe, die schmecken fast genauso. War das eine Action? Zuerst mit dem Cornflakes. Zuerst natürlich. Oh, wie viel will ich eigentlich essen? Ladies first. Oh, Gentlemen. Man kennt ihn. Ach, ich bin so gespannt, ne? Unglaublich. Wenn man mehrere hat, ist es wirklich sauer. Bist du es nicht sauer? Doch, aber es ist so komisch, weil noch nie in meinem Leben saure Cornflakes gegessen. Es ist so super weird, aber überhaupt nicht negativ. Ja. Krass. Also so auf jeden Fall mal probiert haben, weil dieses saure ist. Kennst du halt so nicht in Cornflakes, ne? Gerade ein bisschen trocken. Haben sie fast nach Fruity Loops geschmeckt und weniger sauer. Also am Anfang so ein bisschen, aber hier mit so mehreren auf dem Löffel sind die sauer und danach schmecken sie auch nicht mehr nach Fruity Loops, weil man nur so saure da hat. Ja. Wie viel? Oh, das würdest du ihm geben, mein Schatz. Das ist echt schwierig. Alleine, weil sie so komisch sind, 10 Oreos. Echt? Safe. Mega witzig. Also, es ist ja fast schon witzig, die zu essen, jetzt ohne Scheiß. Ich sag 8. Das ist jetzt nicht mein Favorite Complex, aber es ist auf jeden Fall weird. Wenn ich dich jetzt spontan frage, was war das Beste aus dem Video, was würdest du dann sagen? Also definitiv die hier. Bin ich auch, das sind wieder die Gewinner des Videos. Also, die sind so lecker. Die würde ich mir echt öfter holen. Also Freunde, uns hat es wieder mega Spaß. Und lecker bereitet. Mega Spaß und lecker bereitet, auf jeden Fall. Süß. Uns hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Video aufzunehmen. Falls ihr mehr davon sehen wollt und mehr von House of Sweet sehen wollt, like gerne das Video, schreibt uns einen Kommentar. Checkt ihn auf Instagram ab und die haben auch bald einen Online-Shop. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch bestellen, wenn ihr Bock habt. Das wird aber richtig bald gescheppert bei den Jungs. Das geht jetzt richtig steil. Ja. Also seid dabei und seid nicht die, die den Trend verpassen und dann 2 Jahre später kommen. Hey, kennt ihr den neuen Laden? So, ich würde mich auf jeden Fall bedanken fürs Zuschauen. Vielen Dank an meine Freundin Carina fürs Mitmachen. Geht schon Bro-Link sehen, ne? Ja. @carina.p, @carina. Ich habe deinen Instagram-Lang. Schreibt man zusammen. @carina.p _ ihr Instagram-Account. Gerne auschecken. House of Sweets auschecken. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.